Fritzlarfest in Narrenhand. Der Rosenmontagszug der Narren in Fritzlar machte vor allem eines: Spaß. Und dafür sorgten die insgesamt 64 Gruppen, die an dem wohl fröhlichsten Festzug in Nordhessen teilnahmen. 25.000 bis 30.000 Besucher waren laut Polizei gekommen, um dabei zu sein. Tanzende Jecken, fantasievoll geschmückte Wagen und ausgefallene Kostüme bekamen immer wieder Sonderbeifall von den Besuchern. Für Jubel bei den jungen Zuschauern sorgten die Geschenke der Narren. Die hatten nämlich Bonbons, Popcorn und Kaugummis satt dabei. Allein die beiden Prinzenpaare der Edernarren schmissen mit 2 Tonnen Wurfmaterial um sich. Nach dem fröhlichen Straßenzug war noch lange nicht Schluss. Im Anschluss an den Festzug wurde unter anderem in der Stadthalle noch weiter gefeiert.